P lief. So, zum Fail. P lief. Leute, gleich zum Abschluss. Einmal so ein richtig schön Fail, Leute. Es läuft doch bei mir. Heyo Leute und willkommen zu einer Runde Warlords. Wir sind auf dem Hypixel Server, haben eine Party mit ziemlich OP Leuten, zum Beispiel der Kev, richtig cool, der ist gerade unsere Party gejoint und ein paar anderen richtig coolen Spielern. Ich spiele schon einige Runden mit denen und Runden laufen richtig, richtig super. Jo, genau, jetzt wenn ich hier Tab drücke, da sieht man sie auch nochmal alle. Auf jeden Fall, Leute, wir spielen Warlords auf dem Hypixel-Server, genau. Es ist ein recht neues Spiel. Ich bleib hier einfach mal stehen und erzähl mal ein bisschen. Es ist ein recht neues Spiel, das... Oh, wow, da wurden wir gerade hochgeschlagen. ouch. genau, es ist ein recht neues Spiel auf dem... only... MVP plus can punch... Steph. Und Leute, wie ihr vielleicht sehen könnt, ich bin Helper auf dem Hypixel-Server. Ja! Yeah! so viel dazu. Genau, ich war ja schon mal in der Zeit so, um Weihnachten herum war ich ja schon mal Helper. Beziehungsweise Junior-Helper. Wurde dann aber nicht befördert und hab mich jetzt aber wieder beworben und bin dann auch Helper geworden. Ja, auf jeden Fall richtig cool, bin es jetzt geworden, bin jetzt auch schon seit fast 3 Wochen. Sorry, ich habe kein Video gemacht. Ja, auf jeden Fall bin jetzt auch schon wieder recht lang Helper. Mal sehen, wie ich kurz meine Quests abchecken, okay, alles in Ordnung. bin jetzt schon recht lang wieder Helper und genau. So Leute, wir sind jetzt in einer neuen Runde, endlich Leute, es hat einfach richtig krass geleckt eben. Und wir sind jetzt doch in Capture the Flag, es hat jetzt endlich geklappt. Und genau, wir spielen eine Runde Warlords. Was ist Warlords überhaupt? Das ist eine Art, ja, ich will nicht sagen Abklatsch, aber so eine Art WoW-Multiplayer. Und es geht einfach darum, jetzt zum Beispiel die gegnerische Flagge zu erobern. Und dazu haben wir 3 verschiedene Klassen. Einmal Magier, Krieger und Paladin. Ich persönlich bin zum Beispiel Magier. Und zu jeder Klasse gibt es auch noch mehrere ja, Spezifikationen. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel den Feuermagier, der macht besonders viel Schaden. Dann gibt es zum Beispiel auch noch den Eismagier, der kann die Gegner slowen. Und dann gibt es den Magier, den ich zum Beispiel habe, den Wassermagier. Damit heilt ihr euch bzw. andere Gegner. Macht dann da zum Beispiel auch ein bisschen weniger Schaden, aber dafür, wie gesagt, könnt ihr eben richtig gut heilen. Ich würde sagen, ich hau einfach mal rauf hier. Wow, ich bin hier einfach an diesem scheiß Stein hängen geblieben. Genau, ich bin gerade hier bei dieser roten Flagge. Und, oh wow, cool. wollte gerade irgendein Typ unsere... Oh, Moment, wo ist der Typ hin? Wo ist der Typ hin? Da ist gerade irgendein Typ, der unsere Flagge klauen wollte, aber... Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ich weiß einfach nicht, wo der Typ ist. Mal sehen. Okay, die Flagge wurde zurückgebracht. Und dann können wir jetzt auch capturen. Mal sehen hier. Dann geht's endlich mal los, dann captured der Typ. Oh wow, hier, so, komm, den Typen haben wir auch wieder zurück. So. Hallo, rote Flagge? Ich weiß nicht, wo die rote Flagge ist. Mal sehen, wer ist jetzt eigentlich noch in unserer Party? Es hat ziemlich lange gedauert. Genau, Kev ist in unserer Party. Und ja, genau, wir sind einfach immer noch all die gleichen Leute, die wir auch vorher hatten. Und, ja, bevor es so angefangen hat zu laggen, war es einfach auch richtig cool. Jetzt funktioniert es auch endlich wieder. Und, sagen wir, retten sie alle einfach. Wow, der Typ hat einfach eben gerade noch 3 Herzen. So, mal gucken hier, ob wir hier so ein bisschen was gerissen bekommen. Yay! So. Der Typ hier ist zum Beispiel Warrior, das kann man an dem WR erkennen. Zum Beispiel der ist Mage, da kann man erkennen MAG und daran kann man eigentlich immer erkennen, welche Klasse derjenige ist. So, mal sehen.
So, jetzt kann man sehen. Oh Mann, ich bin gleich tot. Guck mal. Oh shit. Ich hab's einfach nicht geschafft. Und jetzt, zack, bin ich gestorben. Ziemlich scheiße. Und bin aber auch schon ziemlich schnell wieder gerespawnt. Ja, geht weiter hier. Die Leute raufhauen. Zack. Wenn man so im Getümmel ist, ist es natürlich auch teilweise ziemlich krass. So, cool. Den haben wir gekillt. Und wow, wir haben jetzt schon 4 Kills und ein Assist. Das ist einfach eine super Bilanz für Mage oder beziehungsweise sogar für Heal Mage, weil bei Heal Mage ist es oftmals so, dass man einfach richtig viele Assists hat, aber keinen Kill, weil der eben ein bisschen Damage macht, aber nicht allzu viel und dadurch die Leute ein bisschen anhittet und dadurch eben nachher diesen Assist bekommt. So, der Typ hat sich jetzt geportet. Das sind alles Fähigkeiten, die man lernen muss hierbei. Das heißt lernen muss, also es hört sich auch irgendwie scheiße an, die man nachher sich aneignet, sage ich mal. Und ja, je nachdem, welche Klasse man nachher spielt. So, jetzt verfolge ich diesen Typen. Komm, ich muss dem Typen jetzt einfach die Scheißflagge abnehmen. So. Das war jetzt auch ein bisschen scheiße, dass ich ihn jetzt vorgeboostet habe. Aber ich musste mich einfach heilen. Weil zum Beispiel oh, guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel auch blau aktiviert. Zum Beispiel mein roter Skill ist zum Beispiel der Heilungsskill. Also damit, zum Beispiel hier kann ich mich und meine Teamkameraden heilen. So, jetzt habe ich uns geheilt. Sehr schön. Und das war ein Typ hinter uns, ja. Mal sehen. Ich hoffe, den bekommen wir. Hä? Oh, bitte nicht laggen. Nein, ich bin tot. Das hat einfach so krass geleckt. So, 8 Sekunden, dann respawnen wir wieder hier drauf auf diesem Friedhof. Und dann verfolgen wir einfach gleich mal den Typen. So, mal gucken hier. Und ja. Was ich auch noch dazu sagen kann. Einfach auch richtig, richtig cool, dass ich jetzt hier, wie gesagt, Helper drauf bin auf Hypixel. Das wollte ich eigentlich schon immer werden, nur es hat bis jetzt irgendwie immer nie so richtig geklappt, weil, wie gesagt, ich war zwischendurch Junior Helper, aber Helper habe ich es bis jetzt noch nie geschafft. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, weil ich auch endlich, denke ich mal, die richtige Bewerbung geschickt habe. Was heißt richtig? Also, naja, sie hat ihnen auf jeden Fall gefallen. Und es ist ja auf jeden Fall so, bei Bewerbungen, später auch im Englischen, da muss man echt, sollte man am besten fast keine Fehler drin haben. Und ich hatte das Pech eigentlich immer, dass ich fast immer Fehler und so drin hatte. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, endlich mal eine fehlerfreie und perfekte, ich sag mal, Arbeit abzuliefern. Und das hat es mir dann auch ermöglicht, jetzt hier Helper zu sein. Das ist einfach eine super coole Erfahrung auch einfach. Also mit auch mit den anderen neuen Stuff-Leuten, die kennenzulernen. Also es ist super, super cool. Ja, man muss dafür 16 Jahre alt sein. Und mindestens VIP auf dem Server sein, um Helper auf Hypixel zu werden. So. Da ist schon einer aus unserer Party geleftet, weil er schon offline ist. Das heißt, wir sind schon ein Mann weniger. Hoffen wir mal, dass wir es trotzdem schaffen. Aber das sieht doch gut aus. Guck mal, da haben wir gleich schon die zweite Flagge gecaptured. Und wenn man eine Flagge captured, könnt ihr hier sehen, erhöhen sich unsere Punkte. Und genau, wer als erstes 1000 Punkte hat, hat dann gewonnen. Punkte erhöhen sich zum Beispiel auch durch Kills machen. Dafür kriegt man zum Beispiel 5 Punkte. Und durch eine Flagge capturen, wo man dann 250 bekommt. So, wow, da wurde unsere Flagge schon wieder hier aufgenommen. Ah, okay, nee, okay, hat sie schon wieder gedroppt. Okay, das war ja recht, recht schnell. So, mal gucken hier. Da ist zum Beispiel ein Typen da, komm, den kriegen wir. Richtig schön blauer, der wird jetzt hier. Den kriegen wir jetzt. So, komm. Ah, wo läuft der Typ hin? Wow, er hat nur 2500 Leben. Den sollten wir doch bekommen. Okay, jetzt hat er jetzt zum Beispiel, kann man sehen, an diesem Kreis hier. Er hat zum Beispiel diesen Teleport gemacht. Das heißt, genau, zack, da wurde er jetzt wieder hin teleportiert. Und zwar bei diesem Teleport ist es so, den aktiviert man. Und dann nach ein paar Sekunden, ich glaube 6 Sekunden, wird man genau an den Punkt wieder zurückgeportet, wo man ihn aktiviert hat. Und kriegt ein paar Leben generiert. So, den Typen haben wir jetzt gleich down. Ja, okay, den haben wir. So. Na, no. Komm schon, der hat nur noch 300 Leben. Ja, so, sehr schön. Den Kill haben wir. Und dann brauchen wir noch diesen Typen hier. Ich werde nochmal hier gleich unser rotes Heilungsding reinhauen. Super. Haben noch ein paar andere Leute mitgeheilt. Die hatten es aber auch wirklich, glaube ich, nötig. Die mussten wir echt heilen, weil der war, glaube ich, schon ziemlich low. So, hier mit den Typen. Oh, hier steht ein Typ AFK, mal sehen. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns den Typ mal.
ist noch wieder einer. Wow, was geht denn jetzt hier ab, ey? Guck mal, und jetzt kann ich hier zum Beispiel auch das hier machen. Zack, jetzt habe ich meine gelbe Fähigkeit gemacht. Das ist diese Spezialfähigkeit. Und wenn man jetzt die Sounds... Oh! War vielleicht doch nicht so die beste Idee, Leute. Sorry dafür. Auf jeden Fall ist das eine Heilwolke. Wenn man sich da drunter stellt, wird man einfach richtig super geheilt. Und über Zeit auch. Es dauert ein bisschen, aber man wird dafür einfach, glaube mehr um mehr als die Hälfte des Lebens instant geheilt. Was natürlich einfach super gut ist. So, den hätten wir. Und normalerweise hört man das auch immer. Da ist dann so ein richtig schönes Geräusch, woran man das auch richtig schön erkennt. Und wenn man das natürlich schön leise hat, um die Aufnahme nicht zu gefährden, sollte man das natürlich auch so lassen und nicht mitten in der Aufnahme das auf einmal richtig hochstellen, die Lautstärke, sodass sich die ganzen Zuschauer erschrecken. Ach, guck mal, der hat zum Beispiel die gleiche Waffe für ich. Für ich, ja. Leute, ihr merkt schon, ich rede wirklich sehr schlaue Dinge und so. Nein. Apropos Waffen. Bei den Waffen ist es so, am Ende eines Spiels, bekommt man immer, wenn man gewinnt, zwei zerbrochene oder beziehungsweise zerstörte oder wenn man verliert, eine zerstörte Waffe. Und mit diesen Waffen, so, dass man die öffnen kann und da dann bestimmte Sachen rauskommen. Und zwar also eben Waffen rauskommen. Und zwar eben normale Waffen, seltene Waffen, Epic-Waffen und Legendary-Waffen. Und je nach besserer Stufe wird es eben auch immer seltener. Also das heißt, die Legendary-Waffen sind einfach richtig, richtig selten. In meiner Zeit habe ich noch nicht eine gezogen, habe mir nur nachher geschafft, eine zu dingsen. Okay, super, Leute. Richtig, richtig cool. Oh, wow, Kev ist sogar hier mit Top-Damager. Wow, Leute, okay, seht ihr jetzt schon mit zwei zerbrochene Waffen, was natürlich richtig cool ist. Und so, das bedeutet, jetzt können wir hier zu unserem Schmied hinfliegen. Und wow, ich habe sogar noch ein paar Waffen gespart. Und jetzt hier unsere ganzen Waffen auföffnen. So, zack, jetzt haben wir grüne. Das sind die normalen und blaue. Hier kann man die sehen. Zack. Dann hier die verschieden gut sind. Nehmen wir auch noch eine goldene. Das ist eben meine, die ich mir gecraftet habe. Klar. P-Chat und... Bye. P-Leaf. So, zum... Fail. P-Leaf. Leute, gleich zum Abschluss. Einfach so ein richtig schön Fail, Leute. Es läuft doch bei mir. So, Leute, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese schöne kleine Runde Warlords. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch eine positive Bewertung oder einen Kommentar da. Und genau, dann demnächst könnten wir dann ja auch nochmal... Jetzt haben wir ja gerade Capture the Flag gespielt. Könnten dann demnächst ja auch mal Domination spielen. Was das ist, werde ich dann alles noch erklären. Auf jeden Fall, Leute, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn euch erstens natürlich das Spiel gefällt, weil dieses Spiel ist einfach das beste Spiel ever, Leute. Und natürlich auch eine Bewertung, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Bis dann und ciao, ciao. Ja.